Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening präsentieren und ich bin schon ein bisschen hyped, denn es ist das erste Mal, dass wir eine Kiste aus Patch 8.3 aufmachen und aus der, wie viele Season ist es eigentlich? Vierte Season, glaube ich. Und dementsprechend, ja, müsste ja ein ganz guter Loot drin sein, denn ich war letzte Woche fleißig. Wir machen nämlich sowohl eine Mythic Plus als auch eine PvP-Kiste auf. Ich habe nämlich letzte Woche mich durch zwei Mythic Plus Keys durchgequält. Einmal durch einen 15er Setralis, den haben wir knapp, oder 5 Minuten waren wir, glaube ich, drüber. Und dann einen 16er Boralos, da wo wir ein bisschen über eine Stunde drin waren, weil so ein Paladin meinte, er muss beim Bolstering alle kleinen Mobs weggehen. Der kannte irgendwie den. Ich will nicht damit anfangen. Auf jeden Fall war es ätzend, ja. Hab mich durchgewiped, haben 16er geschafft und müssten hoffentlich jetzt auch einen 15er Key rauskriegen, dass wir die Woche auch wieder ganz easy einen 15er machen können. Und ich frage mich natürlich, was alles Tolles drin ist. Und dann habe ich noch ein bisschen Arena gespielt. Und zwar hier mit Bjarka gestern noch bis spät in die Nacht, ich glaube bis kurz vor 3 oder so, waren wir noch am Arena spielen, dass wir das Rating ein bisschen hochballern, um dann auch noch eine Kiste zu kriegen, weil ich komplett vergessen hatte, ja, Arena-Kiste gibt es ja auch noch. Und dementsprechend bin ich heute ein bisschen müde, war in der Arbeit. Und ja, jetzt genug der Vorworte, wir machen die Kisten auf. Hier haben wir jetzt knapp 1700 Rating, also müssten wir irgendwas 455 rauskriegen und aus der Kiste müssten wir, da wir einen 16er Key gemacht haben, 475 kriegen. Ich habe jetzt mal hier Feral eingestellt, weil ich nicht unbedingt so einen Tank Trinket haben will. Und wir gucken mal, was ich rausziehe. Ich hoffe, ein gutes Item. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Nein. Nein, das ist so eine Scheiße. Das ist ein Kack-Trinket tatsächlich, aber ich muss es wahrscheinlich anziehen, weil es so einen Haufen Item-Level hat. Und nein, wir haben wieder einen Boralos-Key. Ich krieg die Krise. Ich habe halt doppelt Pech, ne? Also ich habe halt ein Kack-Item rausgekriegt. Also das Trinket ist nicht gut tatsächlich. Es hat zwar ein Tempo-Proc drauf, aber du musst halt in dem Ding stehen bleiben, was halt, ja, teilweise sich schwierig gestaltet, vor allem auch auf dem Hinblick, dass man diese Corrupted-Sachen hat und da ja oft moven muss. Okay, da muss ich mal noch gucken, ob ich es irgendwo benutzen kann. Ja, 475. Ist natürlich gutes Item-Level, aber schlechtes Item. Hätte ich lieber irgendwie Hände oder eine Hose, na gut, Hose nicht, aber Handgelenk oder irgendwas gehabt, wo ich einfach mal Stats krieg. Aber okay, Max-Item-Level, besser als nix. Der Key macht mich nicht froh, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich, also es gibt zwei Innis, die ich jetzt nicht ganz so gern mag. Das ist einmal Schrein des Sturms, das ist so ein bisschen eine dreckige Inni. Und danach kommt eigentlich ziemlich bald Boralos. Und das hat mich gestern schon gelehrt, dass ich Boralos nicht so gern mag. Ja, jetzt habe ich wieder Boralos. Na, toll. Blöder hätte es nicht laufen können, aber egal. Jetzt machen wir hier die Kiste noch auf. Was haben wir da drin? Den Ring. Oh, er ist doch 460. Ah, aber er hat. Okay, ich habe doch ein 460er-Item gekriegt. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich jetzt nur auf 1800, 485er-Item oder 465er-Item gekriegt. Also von dem her, ja, muss man mal gucken. Das kann ich eventuell gebrauchen. Ich müsste aber das Verderbnis-Ding runternehmen. Wie die hier wählen halt eine kritische Trefferwertung um 12%. Ja, ich glaube, ich nehme da die kritische, also diesen Verderbniseffekt runter. Dann wäre der wahrscheinlich nicht so schlecht. Und hier muss ich das gucken, ob ich das Trinket irgendwie großartig nutzen kann, ob das funktioniert. Ja, es sind jetzt natürlich nicht so krasse Items, die ich ganz gern gehabt habe. Hier wäre es natürlich besser gewesen, wenn Tempo oder Mastery drauf gewesen wäre, anstatt so viel Crit, weil Crit ist tatsächlich mein schlechtester Stat. Aber das muss ich mir dann mal durchsimmen und dann sehen wir, ob sich das dann tatsächlich lohnt anzuziehen oder halt auch nicht. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt, ob ihr mehr Luck hattet, habt ihr irgendwas Krasses rausgezogen, was euch übelst das Upgrade bringt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich habe jetzt 460er Durchschnitts-Item-Level als Maximum. Ist natürlich schön, bringt aber natürlich auch nichts. Gut, das war's mit dem Video, Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.